Geometrie, der Kreis. Zuerst die Definition. Der Kreis ist die Menge aller Punkte, die den gleichen Abstand zum Mittelpunkt haben. Hier noch grafisch haben wir einen Punkt M und jetzt eine rote Gerade. Und die Menge aller Punkte, die den gleichen Abstand haben, bilden einen Kreis. Dieser Abstand heißt Radius. Und jetzt noch eine weitere Gerade. Wenn ich eine Gerade habe, die zwei Punkte vom Kreis verbindet und durch den Mittelpunkt geht, dann heißt diese Gerade Durchmesser. Also die Gerade, die zwei Punkte vom Kreis verbindet und durch den Mittelpunkt geht, heißt Durchmesser. Weitere Gerade im Kreis. Hier wieder haben wir einen Kreis. Und jetzt, wenn ich verbinde zwei Punkte auf dem Kreis, habe ich eine Gerade hier rot dargestellt. Und diese Gerade heißt Sehne. Eine Sehne verbindet zwei Punkte eines Kreises und spielt keine Rolle, welche zwei Punkte ich verbinde. Jede Sehne hat, also die Mittelsenkrechte einer Sehne geht durch den Mittelpunkt. Also wenn ich den Mittelpunkt finden will, muss ich die zwei Sehnen nehmen und für beide Sehnen die Mittelsenkrechte konstruieren und dann habe ich den Mittelpunkt. Der Durchmesser ist eine Sehne, die durch den Mittelpunkt geht, haben wir gerade vorher gesehen. Eine weitere Gerade. Eine Gerade, die einen Kreis schneidet, heißt Sekante. Also die Sekante ist eine Gerade, die einen Kreis schneidet. Eine Sekante bildet im Kreis eine Sehne. Und jetzt noch die letzte Gerade. Wenn eine Gerade den Kreis in einem Punkt berührt, heißt diese Gerade Tangente. Also die Tangente ist eine Gerade, die einen Punkt in einen Kreis in einem Punkt berührt. Wenn ich eine Senkrechte von Berührungspunkt zeichne, dann treffe ich den Mittelpunkt. Die Zahl Pi. Hier haben wir einen Kreis und mit einem Pfeil auf dem Kreis wollen wir einfach einen Punkt definieren. Und dieser Kreis hat einen Durchmesser. Ich will jetzt sehen, welcher Zusammenhang da ist zwischen Umfang vom Kreis und Durchmesser. Also ich lasse den Kreis eine Drehung machen und schaue, wie lang der Umfang ist. Wie wir sehen, der Umfang ist dreimal länger als der Durchmesser und noch ein Stück, ungefähr ein Siebtel. Das heißt, der Zusammenhang zwischen Durchmesser und Kreisumfang ist etwa also 3 und 1 Siebtel oder 22 Siebtel. Aber wenn wir genau ausrechnen, dieser Verhältnis ist nicht genau 22 Siebtel, sondern die Zahl Pi. Und die Zahl Pi ist das Verhältnis zwischen Umfang und Durchmesser eines Kreises. Wir noch einmal. Also das Verhältnis Umfang geteilt durch Durchmesser ergibt Pi. Und jetzt noch mit Buchstaben. Umfang U geteilt durch d, klein d Durchmesser, ist gleich Pi und Pi ist 3,141592 und so weiter. Pi ist eine irrationale Zahl, das heißt die Periode, also die Zahlen nach dem Komma haben keine Regelmäßigkeit. Anwendungen. Beim Kreis, wenn ich die Länge des Durchmessers kenne, kann ich die Länge des Umfangs ausrechnen und umgekehrt.
Hier ein Beispiel. Ein Velo mit Rädern von 64 cm Durchmesser fährt eine Strecke von 80 m. Wie viel mal drehen die Räder? Also zuerst mal grafisch haben wir die Straße und ein Rad vom Velo. Und wir wissen, dass die Strecke 80 Meter lang ist. Der Durchmesser vom Rad ist 64 cm. Also wir können ausrechnen, wie groß der Umfang ist für eine Drehung. Wenn ich die Strecke einer Drehung kenne, dann schaue ich, wie viel Mal passt die Strecke in 80 Meter. Jetzt hier zum Beispiel würde sie fast dreimal passen. Und jetzt noch rechnerisch. Zuerst will ich den Umfang eines Rads ausrechnen. Ich brauche die Formel für Pi. Umfang geteilt durch Durchmesser ist gleich Pi. Und Durchmesser wissen wir, das sind 64 cm. Also Umfang geteilt durch 64 cm ist gleich Pi. Und jetzt gekürzt 3,14. Also ich habe eine Gleichung und will die Gleichung nach U auflösen. Ich muss mal 64 cm beidseitig machen und dann bekomme ich die Strecke U. 3,14 oder Pi mal 64 cm und das gibt 200,96 cm. Das ist die Strecke einer Drehung oder der Umfang eines Rads. Und jetzt will ich schauen, wie viel mal passt diese Drehung in 80 Meter. Also ich muss schauen, das Verhältnis zwischen Strecke und Umfang einer Drehung und das ergibt mir die Anzahl Drehungen. Und jetzt noch mit Zahlen, also die Strecke ist 80 Meter und eine Drehung haben wir ausgerechnet 200,69 cm und wie wir sehen, ist dieser Bruch mit zwei verschiedenen Maßeinheiten, Meter und Zentimeter. Ich muss eine Maßeinheit umrechnen. Jetzt hier die Zentimeter in Meter, also 200,96 cm in Meter wäre 2,0096 Meter. Und jetzt, wenn ich teile 80 geteilt durch 2,0096, bekomme ich die Anzahl Drehungen und zwar 39,8 Drehungen. Also das Velo macht 39,8 Drehungen und nachher sind wir 80 Meter gefahren. Der Kreissektor. Wir haben einen Kreis und hier ein Radius eingezeichnet. Und wenn ich zwei Radius habe, dann habe ich einen Teil vom Kreis. Die Strecke auf dem Umfang des Kreises heißt Kreisbogen. Und die Fläche zwischen den zwei Radien und der Kreisbogen, das ist der Kreissektor. Der Kreissektor hat einen Winkel, hier zum Beispiel mit Alpha. Die Länge des Kreisbogens ist gleich. Wenn ich die Länge eines Kreisbogens ausrechnen will, dann zuerst schaue ich die Länge des Umfangs, also wie üblich Umfang mal Pi und Durchmesser mal Pi und nachher teile ich durch 360 Grad, weil eine ganze Drehung sind 360 Grad. Und wenn ich die Strecke des Kreisbogens ausrechnen will, mache ich nochmal Alpha. Die Fläche des Kreises. Wir haben einen Kreis
Und wir wollen die Fläche ausrechnen. Hier rot. Zuerst teilen wir den Kreis in regelmäßige Sektoren, siehe in 8 Teile. Und nachher schauen wir, dass die Teile immer also 2 Farben haben, jetzt hier mit Rot und Hellrot. Und nachher ordnen wir diese Sektoren auf einer Strecke, so wie dargestellt. Mit dem Programm bin ich nicht so genau, aber man kann sehen, dass die Form, die wir bekommen haben, ist ähnlich wie ein parallelen Viereck. Wenn ich die Fläche des parallelen Vierecks ausrechnen will, muss ich eine Seite kennen und die Höhe des parallelen Vierecks. Und nachher mache ich Seite mal Höhe und habe ich die Fläche für das parallelen Viereck. Wenn ich den Kreis noch feiner unterteile und jetzt also hier in doppelt so viel, also in 16, und diese Sektoren auch ordne, und jetzt aber ich male sie anders aus, und zwar die untere Hälfte ist jetzt blau und die obere Hälfte rot. Wenn ich wieder diese Sektoren anordne, kriege ich wieder einen parallelen Viereck und wieder die Fläche wäre Seite mal Höhe. Wie wir sehen, passen die Sektoren immer besser in parallelen Viereck ein und die Länge der Höhe entspricht immer mehr die Länge des Radius. Die Länge der Seite ist genau die Hälfte des Umfangs. Also können wir die Formel für die Fläche aufschreiben. Wenn ich ganz, ganz kleine Sektoren habe, dann hätte ich statt ein parallelen Viereck ein Rechteck. Und die Fläche des Kreises wäre gleich denn wie die Fläche des Rechtecks mit Seite Umfang geteilt durch 2 und Höhe wie der Radius. Also ist die Fläche des Kreises gleich wie Umfang geteilt durch 2 mal Radius. Wir wissen, dass wenn wir den Umfang ausrechnen wollen, müssen wir Durchmesser mal Pi. Und nachher jetzt der Bruch, also wir können statt U Zweitel mal R auch U mal R durch 2 und jetzt statt U schreiben wir Durchmesser mal Pi und wir wissen, dass der Durchmesser gleich lang ist wie 2 Radien, also schreiben wir 2 mal R. Wie wir sehen können, können wir die Faktoren 2 oben im Zähler und unten im Nenner kürzen und wir haben die Formel für die Fläche des Kreises r mal Pi oder statt r mal r, r hoch 2 mal Pi. Das ist die Formel der Fläche des Kreises. Die Fläche des Kreissektors. Das ist ähnlich wie die Länge des Kreisbogens. Also wir lernen die Fläche des ganzen Kreises zuerst. Und nachher teilen wir durch 360 und mal Winkel Alpha. Die Fläche des Kreisringes. Was ist zuerst ein Kreisring? Ein Kreisring ist wie ein Ring und ist definiert
durch zwei Kreise. Ein äußerer Kreis, hier rot, und ein innerer Kreis, hier grün. Und jetzt, wenn ich die Fläche des Kreisringes ausrechnen will, mache ich Fläche des äußeren Kreises, des roten Kreises, minus Fläche des grünen Kreises. Also, hier noch algebraisch, Fläche des Kreisringes ist gleich Fläche des äußeren Kreises mit Radius rot hoch 2 mal Pi minus Radius grün hoch 2 mal Pi. Das ist die Fläche des Kreisringes.